Kaum ein Bauwerk auf der Welt symbolisiert die Größe und die Macht der katholischen Kirche mehr als der Kölner Dom. Diese Macht passt der Partei der Humanisten gar nicht. Ein guter Ort für ein Treffen. Fühlen Sie sich wohl hier? Ehrlich gesagt, ja. Ich kann mit so einem Bauwerk eine Menge anfangen. Ich bin ein großer Fan von solcher Baukunst. Ich fühle mich unwohl beim Gedanken daran, was die Kirche mit ihrem Einfluss anstellt. Was macht sie denn? Die Kirche ist erheblich ins politische Geschäft verstrickt. Sie unterhält Büros deutschlandweit an den Landtagen, an den Parlamenten. Und teilweise bekommt die Kirche Gesetzesvorlagen vorgelegt, um sie absegnen zu lassen oder Änderungsvorschläge einzubringen. Es gibt erhebliche, ganz erhebliche Geldzahlungen, die fließen vom Staat an die Kirchen. Aber wenn wir jetzt sagen wir mal, den Kirchen dieses Privileg nehmen, dass sie durch Kirchensteuer auch Gutes tun können, dann macht es nachher vielleicht gar keiner mehr. Es hält den Staat nichts davon ab, die Aufträge, die er jetzt momentan an die kirchlichen Institutionen gibt, einfach an Institutionen in freier Trägerschaft zu geben. Was dann wegfällt, die 10%, die die Kirche tatsächlich selber finanziert, denke ich, ist allein durch höhere Effizienz modernerer Unternehmen wahrscheinlich aufzufangen. Gerne hätten wir mit der Partei der Humanisten auch im Kölner Dom gedreht, doch das wurde uns von der Domverwaltung untersagt. Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche oder dass sie nicht so eng zusammengehören, ist eine Geschichte. Aber darauf wollen Sie sich ja auch nicht reduzieren lassen mit Ihren politischen Forderungen, sondern beschäftigen Sie zum Beispiel auch mit Flüchtlingspolitik. Ja. Also diese Forderungen greifen auch in vielen anderen Themen rein. Wenn wir zum Beispiel über Integration reden, finde ich ja eines der größten Hindernisse momentan den konfessionell gebundenen Schulunterricht. Der Klassenverband ist eine Einheit, nur beim Thema Religion sind es auf einmal, wird es unterteilt in Muslime, in Christen oder in Katholiken und Evangelien. So, und 15 Jahre später wundern wir uns, warum die sich nicht so wirklich verstehen und nicht wirklich grün miteinander werden. Wir müssen noch mal kurz mit, sag ich mal, diesem Grundgedanken vielleicht aufräumen, dass die Partei der Humanisten eine Partei der Atheisten ist. Ja, das ist wahrscheinlich das Vorurteil, was wir als allererstes aufwerfen. Aber das ist wirklich ganz und gar nicht der Fall. Uns geht es nicht darum, Atheismus zu propagieren oder den Glauben an Gott irgendwie anzugreifen, nichts dergleichen. Es geht ihnen darum, sich fernab von Ideologien an wissenschaftlichen Fakten zu orientieren. Als Beispiele nennen sie Klimawandelbildung oder die Bekämpfung von Lobbyismus. Zum Beispiel in der Gesundheitspolitik. Da ist es so, dass ja Medizin und Heilmethoden, die nachweislich keine Wirkung haben, gefördert werden. Also wir sind dafür, dass wir hier beispielsweise an unseren wissenschaftlichen Aspekten ohne ideologischen Hintergründen versuchen sollten, nur diejenigen Medikamente und Heilmethoden zu fördern, die halt tatsächlich einen Nachweis von Wirkung zeigen. Zum einen fordern wir eine Bundesrepublik Europa mit föderalen Mitgliedstaaten, die konsequente Trennung von Staat und Religion. Uns geht es ganz essentiell um Wissenschaft und Bildung.